Jo, da wären wir auch schon hier bei Dying Light zurück vor den Plattenbauten. Und zwar müssen wir ja da rein, aber wie ich sehe, hat unser guter Freund hier das komplette Gebäude mit Strom versetzt. Unser Ziel ist es jetzt, die Generatoren auszustellen, damit wir da rein können. Ja, wie machen wir das? Genau, mit Waffengewalt. Nein, quasi, doch, mit Waffengewalt. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wieso ist denn der geblendet? Nein, wieso? Nein, nicht Schloss knacken. Oh, Alter, verdammt, der Typ, ey. Der Typ ist so. Okay, gut. Start hier schon mal. Direkt mit Action geht's weiter, oder was? Und das Schloss natürlich hier im Handumdrehen geknackt. Schmerzmittel! Geil, wir haben Schmerzmittel gefunden. Okay, ich werde den Strom abschalten. Na, herzlichen Glückwunsch. Hallo. Hi. Scheiße. Oh, lass los, Alter. Oh, alter Vater. Leute, übertreibt nicht, okay? Jetzt hört er auf, Alter. So, ganz gut bleiben. Wie kann man denn hier? Kommt man hier von oben rein, oder was? Okay, das ist der hässliche Typ. Ja, würde ich sagen, ne, gönn dir. Ich hoffe, hier gibt es noch Schmerzmittel. Ja! Wir haben alle Schmerzmittel für den anderen Typen da. Ne? Dann hätten wir den auch schon abgeschlossen parallel. Wie geil ist das denn? Ich glaube, der Typ hatte noch was, ne? Okay. Okay, alles gut, alles gut. Jetzt, Alter, wo kommen die denn her? Macht doch überhaupt keinen Lärm, oder doch? Alter, das ist krass hier gerade. Hier ist der Turm. Denkt daran, wenn ihr es nicht mehr zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zur Dämmerung. Ja, können wir machen. Müssen wir aber nicht, ne? Es ist, Jafar, ich glaube, ich habe Hansen gefunden. Er ist runtergestürzt und die Beißer haben ihn dann erledigt. Er ist schon eine Weile tot. Was ist mit den anderen? Ich sag Bescheid, wenn ich sie finde. Die Tür wieder zu. Alter Vater, ey, was ist hier los? Was in Gottes Namen ist hier los? Okay, wir müssen jetzt hier. Sehen Sie sich um. Okay, das können wir machen. Der eine Typ ist ja leider schon tot. Müssen wir da ganz hoch oder was? Ja, ist ja wohl easy. So viel zu easy. Ey, wo kommen die denn her? What the fuck? Ey, das ist nicht normal hier. Alter, was ist hier los?
Okay. Immerhin sind wir schon mal oben. Beziehungsweise. Na, beziehungsweise, wo kommt man denn jetzt hier noch weiter? Ganz rauf oder was? Okay. Sieht so aus. Oh. Ich glaube, die sind alle tot. Ja. Ich glaube, die sind alle tot. Alter, was ist denn mit den Leuten los? Ja, ich würde sagen, das war's hier oben für die Leute. Es tut mir natürlich leid. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr zu retten. Vor allem, was müssen wir denn hier noch machen? Ziehen Sie. Ja, ich sehe das. Ich sehe es. Okay, und jetzt? Krass. Ich habe den Rest der Gruppe gefunden. Sie sind alle tot. Selbstmord. Warum? Was ist denn passiert? Sieht aus, als hätte Hansen das Sicherheitssystem eingeschaltet und wäre dabei zu Tode gestürzt. Der Rest der Gruppe saß danach auf dem Dach fest. Irgendwann gingen ihnen die Vorräte aus und sie beschlossen, ein Ende zu machen. Ins Gebäude konnten sie nicht. Offenbar hatte nur Hansen einen Schlüssel. Er hat wohl niemandem vertraut. Stimmt. Hanson hat nie jemandem vertraut. Zu dumm, dass Sie ihm vertraut haben. Danke, dass du nachgesehen hast, Crane. Jafar, Ende. Okay, gehen Sie wieder zu Kurt. Wo ist denn Kurt nochmal? Ich vergesse das jedes Mal. Ach, ist doch der Typ, der uns hier, ne? Okay, alles klar. Ja, nach einem kurzen Schnitt hier, wahrscheinlich nicht bemerkt, oder doch schon, weil es auf einmal so dunkel ist. Geht's hier auch wieder weiter mit Dying Light. Wir haben eben hier natürlich die Möglichkeit, dass wir einfach mal hier runterspringen werden und Geronimo-Modus uns fallen lassen. Ist es tief? Nee, doch. Aua. Und jetzt aber schnell rennen, bevor uns diese Dinger da aufspüren. Ich habe keinen Bock. Oh, scheiße. Ich habe keinen Bock, von denen aufgefressen zu werden oder was auch immer. Wirklich keinen Bock. So, hier ist Safe Zone. Willst du handeln? Er hat sich aber was getan, ne? Es gibt hier schon Handelsplätze und so. Ist ja krass. So, wir pennen jetzt mal eine Runde. Ja, und dann gehen wir zurück zu Kurt, wie der Boss das macht. Aber als erstes würde mich mal interessieren, was jetzt hier neu ist, ne? Zeig mal. Gibt's hier irgendwas fassbar spezial? Alter, das kaufen wir, come on. Wenn schon mal hier ist. Mull können wir gebrauchen. Gewehrmunition.
Schrotflintmunition, Schrotflintmunition, Schrotflintmunition. Pistole. Ja, wir haben keine Pistole. Gut. Dankeschön für deine Kooperation. Und wir, Leute, wir stoßen uns erstmal in den Kopf. Nein, wir gehen darauf und gehen zurück zu Kurt. Ja? Denn der hat uns diese Bombe fertiggestellt, als ich hier hingelaufen bin. Also ihr habt nicht viel verpasst jetzt, ne? Also. Er hat halt nur gesagt, die Bombe ist fertig, hol sie ab. Ansonsten ist ja nichts Großartiges passiert. Ja, komm, fass mich mit deinem Knüppel nicht an. Mein Gott, ey. Wie hartnäckig dir immer sind, das ist schlimm. Huah. Und huah. Und huah. Das ganze Video wird heute nur noch aus huah bestehen. Aber das stört nicht allzu sehr. Und hier geht's. Lol, what the fuck? Ach, hier lang. Ist es noch weit? Sind wir bald da? Ich hoffe doch schon. Und huah. Yeah. Nice. Ja, dann haben wir noch genau zwei Quests auf dieser Karte. Ich denke, ja. Gut. Eventuell werden da noch ein bisschen mehr kommen, keine Ahnung. Ich würde mal gern doch wieder mal in die Altstadt dann. Oh shit, du bist ein Held. Du bist einfach ein Held. Weißt du das? Wenn ich sagen, du hast Skill und so. Aber hast du eben nicht. Und das beweist du Tag für Tag. So. Kurti, gib mal her das Stück, du. Du hast was für mich? Ja, einen Prototypen dort auf dem Tisch. Zum Testen freigegeben. In der Nähe gibt es einen verbarrikadierten Tunnel. Am Tag wimmelt es da drin von Schattenjägern. Nachts sollte er relativ leer sein. Das ist der beste Ort für einen Bombentest. Alles klar. Ich werde dir berichten, wie es lief. Noch was. Denk an die Böller. Die Bombe geht hoch, sobald sie aufgehört haben zu knallen. Das ist dein Zeitfenster, um da rauszukommen. Viel Glück. Dann herzlichen Glückwunsch. Kurz Bombe. Die sieht aber übel aus. Und das müssen wir jetzt testen noch. Legen Sie nachts den Sprengsatz in den Tunnel. Wo ist denn nachts? Warte mal, hier haben wir noch eine Belohnung oder so, warte mal. Irgend so ein Pokal ist hier irgendwie angezeigt. Ach, Bargeld. Ja gut, das kann man. Da wäre das. Legen Sie nachts diesen Gedönsdingens hin, ja. Okay, was haben wir da noch Schönes? Ah, das können wir auch abgeben irgendwann. Das mache ich offscreen, das ist ja nichts Spezielles. Mitternachtsbraut. Alter, was es hier alles so gibt, ey, ist unfassbar. Fernglas ist auch nicht so geil. Ja, der Rest ist halt Tatsache da. In der Altstadt. Gut, dann legen wir uns pennen. Das Bett ist oben, wie es hier angezeigt wird. Sehr schön. Ach, auf der Couch oder was? Ach, geil. Das ist mal. Oh, das ist mal. Das ist eine Ansage. Auf der Couch hier mit Fernsehen am Start. Super. Dann noch dieses perfekte Wetter. Hammer nice. Gut, dann gehen wir mal los, Leute. Oh Gott, diese scheiß Dinger sind wieder da. Und diese Musik, ey, fuck it. Ich hoffe, ihr seht was. Nein, lass mich los, lass mich. Oh, das wird scheiße enden. Alter, das war knapp. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, Großer. Alles gut. Abends sind ja keine hier und tagsüber wimmelt es hier von diesen komischen Dingern. Okay. Legen Sie die Bombe. Nichts Gutes, es klappt nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, dann wartet jetzt ein Schnellkurs im Bombenbau auf dich. Mach zuerst direkt unterhalb des Minuspols einen Einschnitt ins Gehäuse. Zieh dann das Gehäuse entlang des Einschnitts ab, um den Kabelstrang des Auslösers freizulegen.
Jetzt überprüfe die Lötstellen der zwei grünen und drei roten Kabel. Scheiße. Ich wette, es ist eins der grünen Kabel. Als ich die gelötet habe, hatte ich ein paar Intus. Ich weiß, nicht gerade clever. Oh, was macht er jetzt hier, Alter? Oh, am Arsch, Junge. Geh da weg. Ach, come on, ey. Es geht ja da rein, oder was? Oh, Alter. Der hat doch gelitten. Kann man die denn töten mittlerweile? Oh, Alter, muss das sein, ey. Na, herzlichen Glückwunsch. Ach, hier drin verliert er seine... Nichts gesagt. Oh, Scheiße. Scheiße, Mann. Oh nein, wir sind tot. Wie zünden sie? Ah, jetzt geht's doch. Oh, Alter, Vater. Oh, das hat geklappt. Oh, jetzt rennen. Auftrag ausgeführt. Nest und Barrikade sind Geschichte. Der Tunnel ist jetzt passierbar. Hey. Wie ich immer sage, was ich baue, fliegt garantiert in die Luft. Oh ja, stimmt. Nochmal, ich gebe dir die Bauanleitung. Oh fuck, Alter. Schnell weg hier. Oh. Alter. Ey, es ist abends ja voll die hier, Geburt. Bitte sehr. Das Gehäuse ist modifiziert. Dosen statt Batterien. Weniger Wumms, aber Dosen sind leichter zu finden und zu tragen. Danke, Kurt. Danke, Kurt, ja. Allerdings, ey. Alter. Puh, das war mal, ich will nicht sagen, ein Abenteuer, aber gute Nacht, Leute. Nice. Ohne Scheiß. Das war nice. Gut, ich gebe offscreen mal das Ding hier zurück und dann gehe ich mal da hinten wieder hin und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Dying Light, Leute. Bis dahin, Leute, und haut rein, Mann. Tschüss.